verletzt hast. Jetzt fordern sie, dass der nächste Gegner nicht so harmlos ist. Also wovon reden wir? Wildschweine? Bären? Von einer verdammten Riesenspinne. Sie haben gepiesackt, ihr das Netz zerrissen? Und das hat ihr die Laune nicht gerade aufgebessert. Tu uns allen einen Gefallen und schlag sie tot, bevor sie aus der ganzen Arena eine Snackbar macht. Mann, jedes Mal dieselbe Scheiße. So. Ich hab Gesellschaft. So, wie viel Leben hat die eigentlich? Oh fuck. Die ist echt hartnäckig. Und dadurch, dass die ja giftig ist, ist die ja auch nochmal. Ich hab mich einfach nur nicht treffen lassen von dem Ding. Dann ist eigentlich alles okay. So. Ja, aber. Beschwörer halt. Ach, sind die nicht widerlich? Sogar die ganz kleinen. Und warum muss ich der Vollidiot sein, der das alles hinterher aufwischt? Ich denke, ich habe neuen Stoff für meine Albträume gefunden. Dann kauft dir davon ein Glas schöne warme Milch, ja? Das hilft gegen schlechte Träume. Die Meute ruft schon nach dir. Was immer es wird auf mich warten müssen. Bist du bereit? Ich höre nichts. Besel macht ein großes Geheimnis um die nächste Runde. Ist vielleicht auch besser so nach dem letzten Durchgang. Die Neugier bringt mich noch um. Solange es nur die Neugier ist. Okay. Oh, verdammt. Das Ding habe ich doch mal beschworen vor kurzem. Dieses Mistvieh. Dieses dreckige Mistvieh. Oh, Alter. Sobald man stehen bleibt, ist mehr Hundefutter. Oder Werbeestfutter oder was auch immer das für ein Ding ist. Hey, ich mach das Ding alle. Komm her, du Mistding. Werbeester. Irgendwann reicht's doch mal. Hm. Ich frage mich, wann hier endlich mal Ende ist. Hast du das gesehen? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ein verdammtes Werebeest. Wenn du Besel das nächste Mal siehst, frag ihn, ob ich seine gottverdammten Eier zum Frühstück essen soll. Oder hau ihm am besten gleich eine in die Fresse von mir. Hast du gesehen, was das Ding für Sätze macht? Es wäre beinahe in den Zuschauer eingelandet. Angefangen mit der Spinne könnte man meinen, Besel will uns alle umlegen. Puh, ja, das war ein Kampf. Ein verdammt guter Kampf. Erinnert mich daran, dass ich selbst mal seinem Vieh begegnet bin. Damals in Katalon. Es war schon dunkel und wir hatten uns im Wald verlaufen. Das Vieh hat sich einen nach dem anderen gegriffen. Ich habe bloß die Geräusche gehört. Du bist auf der Zielgerade, Mann. Wenn du die nächsten zwei Runden überlebst, bist du der Paindom Champion. Nein, noch nicht. Dann mach dich bereit. Bist du bereit? Okay. Solange Basil keine weiteren Bestien mehr auf Lager hat? Bestien nicht direkt. Nur den aktuellen Champion. Wieso gibt es dann noch eine Runde, wenn er der Beste ist? Darüber mach dir jetzt mal keine Gedanken. Konzentrier dich lieber. Du kämpfst gegen einen sehr mächtigen Magier. Ich habe gehört, er ist fast so gut wie Master Datan. Und der steht in der aktuellen Rangliste der Gilde ganz oben. Also sieh zu, dass du ihm ein Loch in den Schädel haust, bevor er mit seinem magischen Zeug rumklimpern kann. Oder bete, dass genug von dir übrig bleibt, dass wir hinterher ein Denkmal für dich draus meißeln können. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Völlig klar. Okay. Ready, steady.
Er trifft ja nicht. Leck mich da, du kriegst jetzt die volle Ladung, Nekromantie-Power. Schrägstrich Feuermagier. Naja. Ich habe schon gegen Schlimmeres gekämpft. Dieser Schweinepriester von einem Magier hat dich nicht mal kommen sehen. Den Göttern sei Dank. Du hast den Champ besiegt. Aber es ist noch nicht ausgestanden. In Pain Dome gelten eigene Gesetze. Also, sieh es einfach als Ehrenrunde an. Bringen wir es hinter uns. Ich habe keine Ahnung, wo Besel dich aufgegabelt hat. Aber es war mir ein Vergnügen, dir bei der Arbeit zuzusehen. Egal, ob du wieder lebendig rauskommst oder nicht. Für mich bist du der Champ. Echt nett, echt nett. Okay. Ach du meine Fresse. Was ist denn das für ein Teil? Oh, verdammt. Was ist das? Also ich finde, der hat irgendwie mehr Augen als eins. Oh, verdammt. Der geht ja richtig auf Mandu. Mach was. Okay, wer hat hier jetzt eigentlich so rumgeschrien? Willkommen zurück, Champ! Bist schon ein verdammtes Prachtexemplar von einem Scheißkerl, was? Jetzt nicht mehr. Man hat es dir auf den ersten Blick gar nicht angesehen, was für eine Kampfmaschine in dir steckt. Möglich. Ist ja auch egal jetzt. Ich könnte nicht stolzer sein, wenn ich selbst gewonnen hätte. Wir haben ja auch beide gewonnen. Ja, du hast recht. Aber immerhin springt doch einiges für dich dabei raus. Hier, nimm. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber ich wünsche dir viel Glück dabei. Danke, Harun. Danke für alles. Ich habe zu danken, Cem. Also dann, Hals- und Kieferbruch. Okay. Kann ich ja richtig reingehen, ohne dass irgendwas passiert. Fast schon schade. Aber cool. Das Schlimmste war wirklich der Akipaden-Typ, ey. Der, boah. Schlimmeres als den gab's eigentlich nicht. Ich werde um Azad. Ich werde um Azad trauern, okay. So. Was hat der Feines? Und sowas? Gut. Offener Kescher. Hm? Cool. Ja, ich habe ziemlich viele Marker gekillt. Und den noch. Und der Nekromant, der hat sich... Boah. Der hat sich auf die Palme getrieben. Okay, aber so, das kommt oben weg. Und das noch. Und den behalten wir mal vielleicht. Falls ich... in Zukunft irgendwann mal Bogen schießen will. Yep, so.
Gut. Ah, es ist hell. Ja, was ich jetzt machen wollte, ist... nochmal ein Beschwörungszauber.